Hallo und recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge, ja, Hausflipper, dem Heim- und Handwerker-Simulator. Ja, und neuerdings sind wir auch für HGTV unterwegs und zwar in Massachusetts Bay. Ja, zwei neue frische Aufträge stehen an. Ich würde sagen, wir nehmen diesen hier, Wasser am Horizont, und akzeptieren mal den Auftrag. Was wir da genau machen müssen, schauen wir uns dann gleich an. Vielen Dank nochmal für die ganzen Kommentare und große Sorry, dass in der letzten Zeit ein bisschen weniger Folgen kamen. Ich habe es einfach nicht geschafft zeitlich. Große Sorry dafür. So, aber dafür gibt es heute wieder eine frische neue Folge. Und zwar den Auftrag Wasser am Horizont. Alice und Kevin haben ein Haus gekauft, das auf dem Weg, der zum Strand führt, liegt. Dieses Haus verfügt über, da ist so ein kleiner Rechtschreibfehler drin, okay, gut, drei Schlafzimmer und zwei Bäder. Ja, man kennt es, ne? Habe ich auch. Sie möchten, dass ihr Sohn in einer schönen und friedvollen Umgebung aufwächst. Um das sicherzustellen, müssen ein paar Renovierungen vorgenommen werden. Ich sehe dich dann da. Okay, Oliver Jordan. So, 4170 Euronen haben wir an Budget. Entscheidungen 3 und 11 Räume. So, da würde ich sagen, das ist das schöne Haus hier. Da machen wir erstmal direkt einen Screenshot. Und vielen Dank nochmal für die ganzen Kommentare und auch für die ganzen Däumchen. Kleine Sache hätte ich allerdings. Und zwar habt ihr geschrieben, warum machst du das nicht so oder richtest das so ein? Weil hier, wenn ihr euch mal anschaut, die Aufgaben, je nachdem, ne, was wir hier haben, sind immer vorgegeben. Ich muss das so einrichten, wie es halt vorgegeben ist. Wenn wir uns dann später auch die Häuser kaufen werden, dann werden wir natürlich ja, ein bisschen was anderes machen. Aber hier sind wir halt noch stark an diesen Aufträgen gebunden. So, hier haben wir auf jeden Fall eine Entscheidung. Ach du heiliger Bimbam, guck ich das mal an hier. Was ist das denn hier? Es ist ja richtig hier Eiche rustikal hier. Gucken wir uns das, gucken wir uns erstmal ein bisschen hier um. Ja, ein bisschen sauber machen müssen wir hier auf jeden Fall. Ja, die Küche ist auch, ja, es geht, ne? Auf jeden Fall sauber machen, Fenster reinigen, Anordnung ändern. Dann haben wir hier noch irgendwie Durchbruch, glaube ich, oder? Hier müssen wir Durchbruch machen. Okay, offene Küche. Aber da haben wir auch wieder eine Entscheidung. Jetzt haben wir hier. Na, hier haben wir leider nichts, ne? So eine schöne Terrasse einrichten, wäre auch mal was Feines. So, das haben wir. Dann geht es hier nach oben. Schauen wir uns hier nochmal um in den Räumen. Ja, hier müssen wir, ja, auch noch ein bisschen was machen. Ich denke mal, das wird das vom Sohnemann, das Zimmer. Hier haben wir noch Babyzimmer. Okay. Das sieht recht gut aus. Aber da müssen wir noch ein paar Sachen mit reinbringen. Hier machen wir gar nichts. Ja, schade eigentlich. Und hier haben wir das Bad. Da müssen wir noch ein bisschen was malern. Und hier haben wir wahrscheinlich das Elternschlafzimmer. Genau, so sieht's aus. Hier haben wir dann auch noch eine Terrasse, aber da machen wir auch nichts. Schade eigentlich, ne? Hätte man auf jeden Fall vielleicht noch mit in den Auftrag mit reinbringen können. Was haben wir für Entscheidungen? Nehmen wir mal erstmal eine Entscheidung. So, wir haben hier eine Mix aus alten und neuen Möbeln. Was wollen wir damit anfangen? Lasst uns diese Tische im Vintage-Stil behalten. Ja, sehr altbacken, ne? Hattet ihr auch ein bisschen bemängelt beim letzten Mal. Alte Möbel passen nicht zum modernen Stil. Wir sollten die alten Möbel loswerden. Jo, das machen wir auf jeden Fall. Zack. So, das heißt, die Sachen müssen wir austauschen, aber was haben wir hier noch? Haben wir hier noch eine weitere Entscheidung? Ach, guck mal, hier haben wir auch noch was. Das machen wir aber später. Ich würde sagen, wir fangen erstmal hiermit an und werden jetzt hier erstmal ein bisschen die Sachen entsorgen, die wir nicht mehr brauchen. Die alten Sachen müssen alle weg hier. So, das kommt auch weg. Alles weg hier. Wir machen das alles sehr modern hier und neu. Und hier müssen wir, glaube ich, einen Durchbruch machen, ne? Was ist hier mit der Küche? Die kommt auch weg. Das bleibt. Ihr könnt das immer sehen. Was rot ist, bleibt. Ach, guck mal. Ey, eine Spülmaschine. Das ist ja geil. Fenster reinigen. Hier müssen wir auch noch ein bisschen die Anordnung ändern. Wir müssen hier die Wand zerstören. Das machen wir jetzt erstmal wieder. So, hör mal, wer da hämmert. Kommt wieder. So, der Heimwerkerkönig ist wieder am Start hier. Oh. Da lassen wir mal den Hammer schwingen hier. Und machen erstmal einen Durchbruch zur Küche. Ne? Natürlich würde man in der Realität erstmal die Möbel da wegpacken. So. Warten wir mal ein bisschen hier, dass wir das hier oben auch noch wegbekommen. Ja. Zack. Da oben auch nochmal weg. Dann haben wir das auf jeden Fall dann schon mal gleich fertig. So,
Gucken, vielleicht können wir auch ein paar Perks wieder freischalten. Müssen wir mal gucken. Ein paar fehlen uns noch. Wir warten mal kurz, bis das Ganze hier weggespawnt ist. Ich glaube, hier oben, das können wir auch wegmachen, ne? Oder muss hier oben... Baue die obere Wand. Ah, okay, da wird hier so eine kleine Wand reingezogen. Okay, das hätten wir schon mal ready. Das bedeutet, wir brauchen hier diese Stützen. Guck mal. Die kommen hier oben rein. Ja, so eine offene Küche, ne? Mit so einem kleinen... Mit so einer kleinen Trennung. Nichtsdestotrotz, ne? Da müssen wir auf jeden Fall mal gucken. Das bauen wir jetzt hier oben rein. Also ich persönlich finde auch eine offene Küche schöner. Ist natürlich immer Geschmackssache. Gerade wenn man Fisch oder sowas brät, hat man das dann im ganzen Wohnzimmer, ne? Das ist immer so eine Sache. So, da schwingen wir mal den Wischmopp hier. Wir werden erst einmal feucht durchwischen hier. So, dann machen wir die Küche auch mal direkt sauber. Weil die ist auch, ja, nicht wirklich sauber. So, dann haben wir das hier soweit schon mal fertig. Die Fenster machen wir auch nochmal im Fix. Das geht ja recht fix hier mit dem Ding. Wupp. Da ist ja wieder der Fensterputzer, ne? Falls ihr auch mal eure Fenster geputzt haben wollt, ne? Ruft mich an. So, nein, Spaß natürlich. Ich mag kein Fensterputzen, ne? Heißt jetzt nicht, dass ich keine Fenster putze, aber ich mache das sehr ungern. Weil meistens dann, wenn ich nämlich Fenster geputzt habe, ja, fängt es an zu regnen, ne? Hier brauchen wir nichts sauber machen. Da ist alles soweit ready. So, jetzt gucken wir mal, was wir hier an Aufgaben haben. Er kennt den Raum jetzt irgendwie nicht. Null. Ah, doch, da. So, die Entscheidung haben wir getroffen. Jetzt müssen hier noch die ganzen Gegenstände rein. Da werden wir ein bisschen was einrichten. Gucken wir gleich mal. Ich würde sagen, wir kaufen erstmal wieder ein paar Sachen. Wie beim letzten Mal auch. Und werden die dann hier platzieren. Wobei der Tisch... Naja. So, schicken Esstisch. Den können wir wahrscheinlich... Den lassen wir mal so. Boah, ist ein Riesen-Esstisch. Boah, da müssen wir mal gucken hier. So. Wieso nimmt der jetzt den Raum nicht an? Haben wir noch ein paar schicke Stühle? Die machen wir mal in dieser Optik hier, oder? In der. Nehmen wir mal die hier. 6 Stück, glaube ich, waren es, ne? So, 6 Stück. Das heißt, wir haben auf jeden Fall einen Essbereich. Den können wir hier vorne hinpacken. Hier so. Müssen wir die Anordnung der Küche auf jeden Fall noch ändern. Können wir nämlich, glaube ich, hier so mittig reinstellen. Alles andere wäre, glaube ich, jetzt nicht so dolle. Packen wir mal die Stühle dahin. Ach, das ist manchmal echt tricky hier, ne? Mit den Stühlen. Können wir, glaube ich, 3 nebeneinander machen, ne? Das passt soweit. Ich denke mal, wir werden da vielleicht nochmal ein bisschen umstellen. Aber ich denke, das sollte so passen. Gucken wir mal hier. Ist da genug Platz? Ja doch, guck mal, da hat man genug Platz. Oder wir stellen noch einen Tacken rüber, ne? Nee, komm, wir lassen das so. Das sollte auf jeden Fall so erstmal reichen. Vielleicht sollten wir die Stühle noch so anordnen, dass sie auch gleich von der... Anordnung sind. Ja, guck mal. Da haben wir da schon mal den schönen Esstisch. Ich denke mal, hier hinten hat man noch genug Platz. Oder sollen wir es noch ein Stück nach... Da kommt ein Stück noch weiter vorsetzen. Den Tisch ein bisschen. Ich glaube, das ist dann doch auf Dauer so ein bisschen zu eng, ne? So. Dann schieben wir den Tisch mal hier ein Stück rüber. So sollte es auf jeden Fall besser passen. So. Das passt auf jeden Fall soweit. Sehr gut. So. Esstisch haben wir schon mal drin. Gucken wir mal, was wir hier... Wieso macht denn der... Highlightet der denn jetzt hier den... Das Ding ja nicht. Das ist das Esszimmer hier. Esszimmer, Wohnzimmer. Hm. So, da brauchen wir auf jeden Fall noch den Tisch hier. Den können wir ja in diesem modernen Orange machen. Weil das natürlich auch Geschmackssache ist, ne? Ich würde mal eher diesen... Ah, gelb, ey, das ist hässlich, ne? Also die Farben finde ich teilweise echt grenzwertig. Komm, machen wir das in Orange. Dann brauchen wir noch hier den Sessel. Den nehmen wir dann auch mal in der Farbe. 2 Stück. Hupp. Dann brauchen wir noch... verstehe jetzt nicht, warum man das nicht highlightet.
Weil es ist ja eigentlich der Raum hier. Was ist das denn hier? So ein schöner Teppich. Den machen wir mal auch in diesem Stile. Einen, ne? Jo. Dann brauchen wir noch ein Regal, glaube ich, was? Das können wir auch in diesem modernen Orange machen. Und dann gucken wir mal weiter. Was haben wir denn hier? So eine Kommode. Ja, die Kommode passt dann optisch hier wieder gar nicht rein. Dann nehmen wir mal ein bisschen helleres Holz. Einen Fernseher brauchen wir auf jeden Fall noch. Zwei Blümchen. Die machen wir mal in diesem Stile hier. Die stellen wir erstmal beiseite und dann richten wir das gleich wieder ein, ne? Wie wir es beim letzten Mal auch gemacht haben. Ist ja manchmal ein bisschen tricky. Da muss man halt ein bisschen rumexperimentieren, wie man die Sachen dann stellt. Guck mal, die haben wir auch noch. Ja, ja. Ich würde sagen, mach das mal zweifarbig. Mal ein bisschen eine andere Farbe rein. Dann kaufen wir hier auch nochmal zwei Pflanzen. Die platzieren wir erstmal hier. Gemälde Trost im Schnee. Ja, die Gemälde passen auch. Wow, wobei, das ist modern, ne? So. Mal gucken, wo wir den Fernseher hinpacken. Den Fernseher können wir, glaube ich, hier an die Wand ganz gut packen. Das heißt, das packen wir erstmal hier rüber. Dann bringen wir dort schon mal den Fernseher an. So. Der kommt nämlich hier so hin. Ist auch richtig rum, ja. Da müssen wir immer mal ein bisschen gucken. So. Dass wir hier dann vielleicht den Tisch hinpacken. Ja, wobei, ich finde das von der Anordnung her manchmal echt grenzwertig, ne? Vor allem, guck mal hier, das macht keinen Sinn. Ich hätte das ganz anders gepackt. Ich hätte hier so eine schöne Ecke hingepackt. Aber gut, Kunde ist König, ne? Deswegen werden wir das mal so machen, wie der Kunde das will. Das heißt, da werden wir mal hier so die Sessel hinstellen. Aber ich finde dann diesen Raum hier relativ leer. Wobei, da können wir ja noch mit dem Schrank und mit dem anderen Ding da ein bisschen was machen. So, da kann man sich hier gemütlich hinsetzen, ein bisschen Fernsehen gucken. Packen wir hier nochmal den Teppich hier so hin. Ich denke mal, das ist auch genau das, was ihr beim letzten Mal geschrieben habt, dass das gar nicht passt. Das ist auch so ein bisschen mein Empfinden. Das passt. Guck mal, zum Beispiel das Bild, das müssen wir jetzt hier hinhängen, weil ansonsten passt das nicht. Und das Regal, ja, weiß ich nicht, das können wir ja hier hinstellen. Hier so hin. Dann können wir den Schrank, den können wir dann dahin packen. Ich packe mal kurz die Pflanzen weg. So. Das ist, glaube ich, das Maximale, was wir rausholen können. Dann machen wir das Bild noch mittig unter dem hier. Ja, weil da wäre wieder zu viel. Aber die Wand ist da viel zu leer. Ach, das ist alles hier. Naja, so machen wir das Bild mal lieber hier hin. Machen wir den Schrank. Ja gut, den räumen wir da hier so hin. Jetzt auch schon wieder eng, ne? So, stellen wir mal hier so eine Pflänzchen hin. Dann machen wir hier vielleicht doch mal so eine... Ah, hier passt sie wieder nicht. Hier vielleicht so ein Pflänzchen. Das könnten wir hier, glaube ich, sogar ins Fensterbrett stellen. Aber da ist dann wieder zu viel. Da wir hier noch nichts haben, stellen wir das mal hier hin. Und einmal hier. So, sieht doch schon mal ganz okay aus. Das ist noch ein bisschen leer hier. Das gefällt mir dann nicht. Aber vielleicht haben wir ja noch ein bisschen was übrig und können hier noch ein bisschen was hinstellen oder ein Bild hinpacken. Aber so sieht schon mal ganz gut aus, würde ich jetzt sagen. So hätte ich es angeordnet, weil wir haben keinen Platz für den Fernseher, ne? Da wäre Schwachsinn, weil da die Treppe hochgeht. Deswegen ist manchmal ein bisschen tricky. So, was müssen wir hier alles machen? Modifiziere die Wände. Wandfliesen legen, 15 Stück. Porzellan, Mosaik. Bodenfliesen legen, weiß. Machen wir erstmal die Bodenfliesen. Das ist die Küche. Weiße Paneelen. Ja, es ist auch Geschmackssache, ne? Aber das ist natürlich das,
was wir auch in dem Raum schon drin haben hier. Zack. Bei Weiß und... Ach, naja. Gut. Ja. Hm. So, die Wände müssen wir noch modifizieren. Gegenstand in Position bringen. Wandfliesen, die Anordnung. Ich würde sagen, wir stellen das mal hier hin. Aber das passt dann auch wieder nicht, ne? Oder? Wollen wir es hier auf die andere Seite stellen? Passt das denn hier auf die andere Seite? Warte mal. Es passt. Oder? Jo. Das sieht auf jeden Fall schon mal besser aus. Wenn wir es jetzt noch an die Wand ranstellen würden, würde es natürlich auch perfekt passen. So. Machen wir erstmal hier das Ding erstmal zu. Der Übergang passt gar nicht hier mit dem Holz. Ja, und die Sachen, die müssen wir, glaube ich, ändern hier, ne? Da brauchen wir jetzt diese Wandfliesen, dieses weiße Mosaik oder wie das heißt. So. Kaufe viele. Ich kaufe mal 2 Stück. Das müsste auf jeden Fall passen hier, den Fliesenspiegel mal ein bisschen ändern. Aber da passt die Anzahl dann meistens auch nicht, ne? Das ist dann immer so... Weil die Küche auch recht schön ist, ne? Auch mit der Spülmaschine und so. Das sieht recht nett aus. So. Ein bisschen Dekokram dann noch später hinpacken und dann sollte das auf jeden Fall funktionieren. So, sind wir fertig, ne? Aber das da oben gefällt mir nicht. Das machen wir auch noch. Das machen wir auch noch hier durchgehend, weil das ist ja pottenhässlich. Ja gut, das Weiße jetzt hier, die Umrandung am Fenster, das können wir quasi, glaube ich, so lassen. Komm, machen wir die auch noch. Dann haben wir hier einen sauberen Übergang, ne? Ihr wisst, was ich meine, ne? Ja. So, dann haben wir das auch fertig. Dann können wir das hier einmal verkaufen. Jetzt müssen wir noch ein paar Sachen hier hinstellen. Kräuterset. Ah ja. So, einmal das hier. Das könnten wir vielleicht mal in so einem Grün machen. Hier können wir noch eine Kaffeemaschine hinstellen und auch andere Sachen, ne? So, machen wir das auch nochmal in so ein Grün. Und stellen das hier mal hier drüben so hin. So, das heißt, Küche, Wohn- und Essbereich haben wir hier soweit ready. Man könnte jetzt natürlich hingehen und könnte jetzt den Tisch hier noch ein Stückchen weiter rüberpacken. Das machen wir jetzt auch. Da muss ich wieder die Stühle wegpacken, ne? Ach, ist das wieder... Mann. Packen wir erstmal die Stühle wieder weg hier. Und stellen das noch ein bisschen weiter in den Raum rein. Und später, dann, wenn wir noch ein bisschen Budget übrig haben sollten, können wir immer noch ein bisschen was reinpacken hier, damit das ein bisschen schöner aussieht. Weil da sind wir auch ein bisschen frei. Ich würde sagen, das machen wir ein bisschen mittiger hier. Hier so, ne? Guck mal. Da haben wir hier so den Bereich dann nochmal ein bisschen abgetrennt. Und ein bisschen mehr Luft nach hinten auch zum Hinsetzen. So. So. Gucken wir uns das mal in der Totalen an. Also sieht schon mal gar nicht so verkehrt aus. Machen wir davon mal einen Screen. Vielleicht nehme ich auch den hier. So. Und dann haben wir einmal hier den Ess- und Wohnbereich sowie die Küche ready gemacht. Sieht ganz gut aus. Hier fehlt mir ein bisschen Farbe. Aber es ist natürlich Geschmackssache. Der Kunde ist König. Und wir bauen das natürlich so, wie er es gerne haben möchte. So Leute, ich würde sagen, das war es dann erstmal wieder hier mit einer neuen Folge vom Hausflipper mit dem HGTV DLC. Und wie immer gilt natürlich, wenn euch das Ganze gefallen hat, ich packe nochmal kurz das Bild hier um, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Ja, und ich sage einfach mal bis dahin. Tschö, tschö, ciao, ciao, bye, bye, euer Homer.